Also zum Schreiben muss der Kopf klar sein und angeregt. Klischee-mäßig, dichter, aber ist halt schon so. Das Interessante an kreativer Arbeit ist ja, woher kommen die Ideen? Die Texte kommen zu einem hin, man ist eher eine Empfangsstation. Poetry Slam ist ein Dichterwettstreit, ein offener, zu dem jeder kommen kann. Leute tragen Texte vor. Also ich war wirklich schon 30, als ich so den Slam für mich entdeckt habe. Ich war total geflasht. Ja, das ist auch die Stimmung so. Die ist hochgegangen wie bei einem Rockkonzert. Das war der Hammer. Am Anfang war ich mir auch überhaupt gar nicht sicher, ob das das richtige Metier so für mich ist. Es kostet auch viel Überwindung. Wie heißt du? Theresa. Es gibt Momente, die man abpassen kann, wenn man mit einem Publikum irgendwie eine Stimmung erzeugt, die so unvergesslich sind für einen selbst, dass es eigentlich gar nicht mehr darum geht, nur zu gewinnen. Aber wenn ich heute die Möglichkeit habe, dann würde ich natürlich auch sehr gerne wollen. Das ist klar. Du willst mir etwas schenken, doch ich will dein Geld nicht haben. Geldgeschenke, leere Worte und abgedroschene Phrasen führen zu einem leeren Magen. Ich hab Hunger, brauche mehr. Wenn du mir etwas schenken willst, schenk mir, was ich dir gebe. Schenk mir Zeit und schenk mir Raum. Heavy Metal!